So. Fertig. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Ach, jetzt kommt da so ein kleiner Stinger von ihm. Ach nee, der fährt in die Tanke rein. Erster Gang. Fünfter Gang, also gut. Schöner Kreisverkehr. Aber du stehst mittendrin, würde ich mal sagen. Schleif. Mal schön bedanken. Rechts vor links. Dafür musst du da in das Ding einfach. Der wollte nicht geradeaus, der wollte auf den Hof da fahren. Nicht mal mitten im Weg gestanden. Da liegt eine CD. Vom Prinz. Aha. Ja, durch die Danke könnte man auch, aber ungern. Reingefahren wäre wie die Dinger da, dann würde ich jetzt mit dem Arsch auf der anderen Spur stehen. Das ist ein Sattel. Kennt man vielleicht, wenn man in eine Parklücke reinfahren will. Oder in eine Spur. Dann muss man auf die Gegenfahrbahn ein Stück. Oder ein bisschen über den Gehsteig. Kurve rumfährt. Dann steht zwar die Zugmaschine gerade drin, aber der Auflieger nicht. Ich würde mal sagen, wir müssen hier rein, blöde Kuh. Aus dem einfachen Grund, weil das die falsche Straße ist, die ich eingeben habe. Justus von Liebigstraße, da hinten. Weil die Albert-Einstein-Straße, die neue, hat er ja nicht drin. Hoppala, mein Feuerlöscher ist weg. Das Personal gegrüßt. Ich würde mal sagen, 20 ist hier, glaube ich, erlaubt, ne? Servus. Das hasse ich wie die Pest. Hierher fahren. Deutsche Papier. Zum Laden.
immer auf der anderen Seite. Ja, solche Paletten habe ich auch gehabt. Für Österreich, nur ein bisschen größer. Ein bisschen höher. Machen wir jetzt? Steht ein Auto im Weg. Und da drüben steht auch einer, auf den muss ich auch aufpassen. Er fährt rückwärts, ich fahre rückwärts. Ja, von mir aus, das sind ja recht. Das ist übrigens Einbahnstraße, gell? Ausholen. Okay. Naja. Elf gehört, glaube ich, uns für Leipzig. Langsam, nicht so schnell, langsam. So, ich lasse meinen LKW da stehen. Und wir hier gleich an die 11 fahren müssen. Und dann sieht man sich heute Abend, wenn wir wieder losfahren. Wann auch immer das sein mag. Naja, also gut. So, wir sind fertig hier. Wir können rausfahren. Fünf Tonnen Papier drauf. Vor uns hat es eilig. Ja. Sehr eilig. Ja, da kommt aus Berlin. Mann drauf, der hat eilig, ja, der möchte gern heim. Berlin ist auch weit von hier aus.
ganz ehrlich sagen, nee. Der fährt schon, sagt gute 500 Kilometer bis dann auf. 400. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber es sind viele. Ich kann ja mal gucken. Aber er übertreibt jetzt nicht unbedingt. Also 90 fährt er nicht. Auch wenn er es eilig hat. 90 fährt er nicht. Für 78. Gucken, 77. Hab ich drauf. Man kann es auch übertreiben. Wir haben übrigens 29 Grad immer noch. -39 Grad über den Tag. Ich hab's rumgeworfen. Das ist die scheiß Kante. Ja, Bildschirm steht. Was normal ist.